noch das Wort. Meine Damen und Herren, als unser erster Bundeskanzler Konrad Adenauer 1957 die gesetzliche Krankenversicherung umstellte auf Umlage, da hat er gesagt, Kinder kriegen die Leute sowieso. Und das war, glaube ich, der einzige wirklich große Irrtum, dem Konrad Adenauer aufgesessen ist. Denn ich glaube, wir haben heute eine Situation, dass wir wirklich sehr, sehr viel in den letzten Jahren getan haben für Familien, für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Doch wir haben sehr, sehr viele Dinge getan, um alle technischen Rahmenbedingungen für Familien zu verbessern. Meine Kollegen haben es vorhin im Detail aufgezählt, das Elterngeld, was wir eingeführt haben, die ganzen Betreuungsplätze auch für unter Dreijährige, das Thema Kindergeld. Vor 2 Jahren, zu Beginn unserer Regierungszeit, haben wir das Kindergeld um 20 Euro erhöht und viele, viele andere Maßnahmen mehr. Und dennoch, und ganz ehrlich, das macht mich an dieser Stelle betroffen, ist die Geburtenrate in all diesen Jahren relativ unverändert geblieben. Natürlich ist das nicht alles, aber die Geburtenrate ist das Ergebnis einer Familienpolitik, über die wir reden müssen. Und als ich selber unlängst mit meinem Vater, der mittlerweile 82 Jahre alt ist, im Krankenhaus war, habe ich auf diese Frage, wo man vielleicht glaubt, dass man in unserer Gesellschaft heute, wo so vieles vom Staat übernommen ist und so vieles selbstverständlich ist und Sicherheit bringt, dass man am Ende doch Kinder braucht und das für einen selbst eine große Stütze ist. Und da habe ich vieles begriffen, was ich vielleicht früher in dieser Form noch gar nicht gesehen habe, wie wichtig das ist, eigene Kinder zu haben und dass der Sozialstaat heute das alles nicht ersetzen kann. Und so wichtig das ist, über diese vielen, und ich nenne sie weiterhin technischen Faktoren zu reden, über Teilzeitarbeit, über Vereinbarkeit von Familie und Beruf, über finanzielle Aspekte, über alle diese Dinge. Und ich glaube, hier ist auch noch eine Menge, was wir weiterhin tun können und was wir auch tun werden. Glaube ich aber, und deshalb habe ich gerne dem Kollegen Peter Tauber vorhin Redezeit gegeben, weil ich habe es genossen, ihm zuzuhören. Es ist wirklich nicht nur eine Frage von technischen Dingen, sondern es ist eine Frage auch von Kultur, die wir da haben und die wir lösen müssen. Und da frage ich mich, warum bekommen die Familien in Frankreich offenbar mehr Kinder als in Deutschland? Aber es ist doch nicht nur die Frage der Betreuung, Frau Kollegin. Sie können das doch nicht darauf reduzieren. Ich finde, man kann das nicht. Und ich würde es mir wünschen, ich bin froh, dass wir heute über das Thema Familienpolitik einmal so grundsätzlich reden können, dass Sie den Aufschlag dafür gemacht haben. Aber ich glaube, dass die Auflistung, die Sie in Ihrem Antrag machen, mit Frau Kollegin, ich glaube, Sie werden dem Thema nicht gerecht, wenn Sie jetzt hier die ganze Zeit querreden. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich finde, wir müssen eine Diskussion darüber führen, welche Dinge es eben noch sind, die eine Kultur für mehr Kinderfreundlichkeit und die die Menschen wieder ermuntern, mehr Kinder zu bekommen in diesem Land herbringt. Und das ist die Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und am Ende muss die Geburtenrate wieder nach oben gehen. Weil ich möchte eine Gesellschaft nicht erleben, die am Ende nur noch aus alten Menschen besteht. Und deshalb, nein, wir müssen es gar nicht anordnen. Wir müssen vielleicht Vorbilder schaffen. Wir müssen ein positives Klima schaffen. Wir müssen alle wieder Vorbilder herausstellen, die Kinder haben, die diese Dinge verbinden können und zeigen, wie wichtig das ist, Kinder zu haben, egal in welchem Lebensabschnitt, vielleicht auch im Alter, um wieder Lust auf Kinder zu machen. Und daran, glaube ich, fehlt es bisher. Und hier müssen wir viel mehr tun als bisher. Vielen Dank. Letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt.